Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute spielen wir Escape from Thunder Island. Ja, ich weiß nicht, was das für ein Spiel ist. Ich habe es bekommen von meinem Bruder und von Mr. Philboy und die wollten einfach mal, dass ich das spiele und ich habe echt null Plan. Ich habe mir noch kein Video angeschaut, ich habe es noch nicht mal gespielt und ja, die Qualität geht nicht höher. Bei den Optionen, die sind ja mal ziemlich dürftig ausgefallen. Das kann man alles einstellen, aber ist ja schon mal gut, dass man den Sound runterstellen kann, weil der explodiert dir einfach mal dein Trommelfell. Ja, also schon mal 10 von 10 Punkten für das Menü hier. Aber es geht ja hier gar nicht um das Menü, sondern einfach mal ums Spiel. Und ich habe keinen Plan, was uns erwartet. Und ich weiß auch nicht, wie lang das Video wird. Und ich weiß auch nicht, ob das eine Serie wird oder so, sondern das wird einfach mal ein Video, weil ich das schnell aufnehmen kann. Gut, schnell nicht, weil ich habe dafür Windows updaten müssen, was fast eine Stunde gebraucht hat. Aber gut, es ist mir egal. Fragt bitte nicht, warum ich updaten musste. Fragt es einfach nicht aus. Wir spielen und ja, nachdem hier gestanden ist Video Sounds, erwarte ich jetzt irgendwie ein Video. Also bin ich mal leise. Oh, dein Name, natürlich der Dinofee. Ich hoffe, es stört nicht der Regen im Hintergrund, denn es regnet gerade ein bisschen. Okay, der Dinofee spielt das. Oh mein Gott, es ist so laut. What the fuck? Muss ich das jetzt... Oh nein. Muss ich ja nochmal einstellen. Alter. Es tut mir leid. Es hat mir auch gerade mein Trommelfell weggefetzt. So, spielen wir mal. Willkommen in deiner Fee. Cool. Ah, gut, dass ich das jetzt weiß, dass ich mir da erstmal einen Account erstellen muss. Fertig. Jetzt. Los geht's, Leute. Ich bin so gehypt. Das Video. Finish News, Boston. 6 months ago, famed archaeologist Dr. Robert James and a group of colleagues set sail on the Amazon Queen into unexplored waters to find the legendary lost city of Xanadu, an island city that was rumored to be richer than King Solomon's mines. However, authorities have lost contact with the crew of the Amazon Queen. Now, Dr. James's famed aviator daughter Rita is launching a rescue mission. Big Finish bids Rita and her small crew a fond farewell as they search uncharted islands for the professor. With her luck, she's probably already landed safely on the island. Hey, get your stick and pause off my map. Oh, Sebastian! Da bin ja ich! What the hey, fuck? Hey, Rita, according to your father's map, the island should be right here. But I don't think we're gonna find anything. Look, Sebastian, an island! Sebastian! Right underneath those clouds! I'm going in! Yeah, I don't think these are clouds. There it is! My dad's ship! Hey, these ain't clouds! It's volcanic ash! Pull out before it clogs the engines! Too late! It's okay. I'll just land over there. Not there. We'll never make it. Oh, here we go. Wait, hold on. Realistisch, auf jeden Fall. I suppose I should be thankful. Come on. You know you're safe with me. I'm always lucky. I don't know if your luck extends to those around you. Alles klar, Leute. Und wir sind hier in diesem Spiel und ich habe keine Ahnung, was wir tun müssen. Menü, schauen wir mal. Weiterspielen. Alles klar. Okay, weiterspielen einfach mal. Ach, da muss man einfach ein bisschen klicken. Oh, ich verstehe schon. Auf jeden Fall war das mal ein richtig nices Intro und ich bin ja sogar in dem Spiel drinnen. Also, wow, das Spiel hat nur 10 von 10 Punkten verdient, Leute. Also, smack that like button. Smash, meine ich natürlich. Ist mir egal. So, wir klicken hier einfach mal hin und schauen, was sich da drin befindet in diesem Rucksack. Und ja, wie gesagt, ein sehr realistisches Video. Vor allem ein Wasserflugzeug, das es dann so rumklirrt, wenn es auf Wasser landet. Ja, okay. Ich sag nicht weiter und wir schauen einfach mal in diesen Rucksack. What the f... Was ist das? What the fuck? Alles klar. Ach, jetzt muss ich hier schauen. Eine dieser Kisten enthält meine Sachen, aber welche? Ja, weiß ich nicht. Schauen wir mal einfach. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich machen muss. Okay, hier schauen. Aber welche? Okay. Ich schaue einfach mal auf den Tipp. Ich habe auch keinen Plan. Ach, da ist was. Hinschauen. Okay. Ein Objekt der Liste muss zusammengesetzt werden. Zieh das bewegliche Teil auf das andere. What the f... Was zur Hölle ist das einfach mal? Okay, okay. Kann ich da irgendwas bewegen? Hier vielleicht oder so?
Okay. Ach. Hier das auf das andere, oder was? Jetzt fehlt noch ein weiteres Teil. Nimm das Objekt per Klick auf, sobald es zusammengesetzt ist. Ja, und was fehlt jetzt noch? So, hier dieses Teil. Ach, hier, das Ding da, oder was? Ach, nee. What the fuck? Ich weiß es nicht. Was ist das? Oh, da. Was? What the fuck ist das, bitte? Ich habe keine Ahnung, aber wir setzen es einfach mal zusammen. Und jetzt habe ich das aufgenommen, oder was? Okay. Ja. Tipp vielleicht noch? Ach nee, der bringt mir gar nichts mehr. Also, ja. Doch, ich kann draufklicken. Aber ich gehe einfach mal auf zurück. Weil jetzt haben wir schon dieses Ding hier, was wir irgendwie aufgenommen haben. Aber ich habe keinen Plan. Ich habe einfach... Ja, what the fuck? Hä? Was kann ich tun? Eine Goldmünze. Auf der Insel sind überall welche versteckt. Wenn du 80 findest, bekommst du eine Belohnung. Oh, dann nehme ich mir halt die einfach mal mit. Was ist das hier? Willkommen auf der Karte. Hier siehst du die aktuellen Aufgaben für die einzelnen Bereiche. Oben rechts werden die Münzen angezeigt, die du gesammelt hast. 2 habe ich. Okay, meine Aufgaben. Erscheint nach... Ach so. Okay. Das ist nur die Legende. Anscheinend. Da ist Abschluss. Hier unentdeckter Ort. Okay. Also anscheinend... Muss ich da was entdecken oder so? Wir schließen das erstmal. Und kann ich da weitergehen oder so? Hier. Die alte Straße ist zugewuchert. Ich muss einen Weg frei machen. Hab ich... Ach, was ist das hier? Holzbrett. Goldmünze. Fernglas. Okay. Hier. Okay. Ich verstehe, glaube ich, schon langsam. Ich kann mir hier so Dinge nehmen. So Brecheisen, sowas. Die nehme ich mir einfach mal alle. Was ist das hier? Irgendetwas liegt da im Sand begraben. Und das will ich hier jetzt ausschaufeln. Oh, ich verstehe schon. Was war das? Puzzleteil? 2 Puzzleteile? Okay, schon langsam verstehe ich es. Hier liegt noch so ein Holzbrett, das nehmen wir uns einfach mal mit. Und hier hinten ist noch was. Hm. Ja, vielleicht brechen wir die... Ach, vielleicht brechen wir die auf. Oh, ich verstehe schon. Streichhölzer. Dann, was ist das hier? Oh, eine Schleuder, das ist ja cool. Oh, ich hab's verstanden. Da ist nichts drinnen. Okay, so wie es aussieht. Und in diesen Kisten hier hinten auch nicht. Vielleicht haben wir schon die richtige erwischt. Aber ich mache trotzdem mal alle einfach auf. Vielleicht... Nee, da kann man auch nicht hinschauen. Und das ist schon mal gut. Dann schauen wir hier nochmal rein. Vielleicht haben wir noch was, was wir aufnehmen können. Hier so etwas. Ich klicke einfach mal überall hin. Was aussieht, als könnte man es mitnehmen. Oh, was zur Hölle ist das denn? Hä? Ich verstehe es nicht so ganz. Was zur Hölle? Okay, ein Regenschirm. Den will ich nehmen. Okay, irgendwas sieht aus, als... Oh. Okay. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ach, was ist das hier? Okay. Anscheinend kann man hier irgendetwas sehen. Tipp. Ich nehme mir einfach mal einen Tipp. Okay. Was ist das? Hä? Das ist so komisch, Leute. Es ist einfach so komisch. Ach, hier stehen so Sachen. Fallschirm. Ich schaue einfach mal, ob ich da irgendwo was finde. Was macht das immer so? Eine Machete. Eine Büchse haben wir hier. Aber die bringt uns nichts anscheinend. Eine Machete haben wir doch, oder? Ach, hier ist die Schleuder. Ach, ich glaube, hier sind so Sachen, die wir schon gesammelt haben oder so. Hm. Das ist ziemlich komisch, denn ich kenne mich da nicht aus, Leute. Es tut mir leid. Vielleicht cutte ich hier auch einfach ein bisschen. Oh, jetzt haben wir hier irgendwas. Vielleicht kann ich hier hin drücken, zurück. Okay. Vielleicht haben wir hier die Machete irgendwo. Sieht nicht so aus. Dann müssen wir vielleicht nochmal... Okay, da kann ich nichts machen, ne? Hm, da muss man den Weg frei machen. Vielleicht kann man die anzünden, den Weg? Bitte etwas schlafen. Okay, ja natürlich. Ja, ich weiß, dass es da drin sein muss. Eine Machete, aber wo ist die? Ach, das ist ein Propeller. Okay.
Dann schauen wir mal, wo soll hier eine Machete sein? Das ist so schwer zu erkennen. Vielleicht habt ihr die schon lange gesehen, aber ich nicht. Taucherausrüstung. Ich klicke einfach mal überall hin, wo es so geht. Ach, das ist ein Bügeleisen, deshalb, wenn es heiß ist oder so. Ein Boomerang habe ich. Kleiderbügel, den kann ich anscheinend nicht benutzen. Hier dieses Seil. Was ist das hier? Ich weiß es nicht. Ach, Fallschirm. Den habe ich vielleicht schon fast erwischt. Hier ist der Fallschirm, schön. Oh, ich nehme mir jetzt einfach mal das alles. Ich glaube, ich habe es schon langsam verstanden. Stiefel, nee, Machete, die muss hier irgendwo sein. Erste Hilfe, Angelrute, wir schauen einfach mal. Hier haben wir so einen Gehstock. Ach, Spazierstock, natürlich. Hier, das Teil, ein Bleirohr. Ist damit die Büchse gemeint? Ein Hammer? Nein, ist auch nicht. Tipp. Ach, hier ist der Erste-Hilfe-Kasten. Okay, okay, ich verstehe schon. Eine Banane brauchen wir auch nicht. Angelruder der Propeller, das ist doch der da. Ja, schön, dass ich den auch mal nehmen kann. Da habe ich ja schon die ganze Zeit draufgeklickt. Dann eine Angelrute. Wo kann sich diese Angelrute nur befinden? Ich habe echt keinen Plan. Ich sehe die einfach nicht. Vielleicht ist es das Ding hier? Nee, ist es nicht. Eine Pfeife. Das hier kann eine Machete sein vielleicht. Aber wo soll die nur sein? Eine Angelrute. Ich sehe die einfach nicht. Ich sehe sie nicht. Hier ist noch ein Insekt oder dieses Ding hier, oder nicht? Hä? Kann ich... Wieso nicht? Weil hier steht doch Insekt. Ich weiß es nicht. Was muss ich tun, Leute? Hier, das kann ja auch ein Insekt sein. Oder das hier ist ein Regenschirm. Aber den haben wir auch schon probiert zu klicken. Dann hier, ich will den Tipp haben. Hier, das Ding. Ach, da! Das ist so schwer zu sehen. Deine Machete, das Bleirohr oder das Insekt. Das soll das Bleirohr sein. Was zur Hölle? Schön langsam. Könnte da aber auch mal was weg sein. Warum macht das immer so? Ich verstehe es nicht. Jetzt fehlt nur noch die Machete und das Insekt. Hier, das ist doch ein Insekt, oder nicht? Ich weiß es nicht. Wo soll sich dieses Insekt befinden? Und die Machete? Das ist eine gute Frage, Leute. Eine sehr, sehr gute Frage. Ist das nicht so eine Granate? Was ist das Ding da eigentlich? Ich weiß es nicht. Das ist doch auch keine Angelrute. Das kann keine Angelrute sein. Ich warte einfach, bis die Tipps hier abgelaufen sind und nimm mir das dann einfach. Versuch hier noch ein bisschen rumzuklicken. Ich bin sehr schlecht. Ja, ich weiß, Leute. Aber bitte, bitte macht mich nicht dafür verantwortlich, sondern das Spiel. Dieser Regenschirm hier, der ist so offensichtlich da. Ja, ich habe keine Ahnung. Ein Messer ist auch da. Das ist doch keine Machete, oder? Ach, da! What the fuck, das ist so schwer zu sehen. Das ist wirklich schwer zu sehen. Und wo ist jetzt diese Angel... Ach, nee, was brauchen wir noch? Das Insekt. Hä? Wo kann er schon mal sein? Ach, da! Oh mein Gott! Oh, okay, das ist schön, endlich, Leute. Dann können wir jetzt wenigstens da mal weitergehen mit dieser Machete hier hinten. Dann gehen wir da einfach mal weiter und schauen, was sich da befindet. Oh, ein Video. Can you fix it? Yeah, it'll be some work, but I can do it. All right, well then get to it. I'll go search for Dad and the others. Sorry, Marbles. The jungle is just too dangerous for monkeys. Remember, Rita, I didn't buy a one-way ticket to this island. This plane leaves at sundown. I don't want to be here when the island goes kablooey. Sebastian, I'll be back before the sun sets in the east. Uh-oh. I mean west! You guys know I meant west. Better than getting my appreciation. Nobody appreciates me. I don't know. Hand me that wrench, monkey. Ouch! You little... Oh. Oh, they'll make a fine pair with only one tiny brain between them. Alles klar, Leute. Da sind wir auch schon. Verirrt, verirrt.
Ach so, verirrt, verwirrt. Keine sinnvolle Aufgabe in Sicht. Wenn du Hilfe brauchst, mach's wie die Profis und klick auf die Karte, um neue Aufgabenbereiche und mehr zu sehen. Natürlich. Natürlich, Leute. Und dann würde ich auch schon sagen, lassen wir es einfach mal gut sein für die erste Folge hier, denn das ist einfach zu viel gewesen und zu langweilig auch. Und ich meine, noch kurz zum Affen. Als ob das nicht der richtige Platz wäre für Affen. Was zur Hölle? Aber ich nehme mir hier noch mal ganz kurz hier die Goldmünzen, die so offensichtlich rumliegen. Ach so, da muss ich erstmal hingehen, oder was? Nehme ich mir die hier oben. Naja, egal. Dann erstmal hier hinschauen. Ach, ich muss die erst reparieren. Okay, dann nehme ich mir... Was glitzert denn da am Boden? Ach, da kann ich, glaube ich, wieder das ausschaufeln. Das will ich jetzt hier aber erstmal aufschaufeln. Ach, noch so ein Puzzleteil oder so. Ja gut, dann würde ich auch schon sagen, Leute, wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses wunderbare Video von diesem wunderbaren Spiel, wo ich jetzt schon den Sinn so schön erkannt habe. Und ich hoffe, es hat euch wenigstens ein bisschen unterhalten. Ja, vielleicht mache ich da noch ein zweites Video oder so. Wie ihr wollt. Schreibt einfach in die Kommentare, was ihr dazu sehen wollt oder auch andere Dinge, die kommen sollen. Es wird auch auf jeden Fall noch ein Video kommen zu dem letzten Video, was gekommen ist, wo ich noch ein paar Dinge rede. Und ja, das war's nun zu dem Video. Ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.